selben Tag wahrscheinlich geschnitten. Ne? Ja, tatsächlich. Morgen wahrscheinlich, ne? Zweimal so. Ja, deswegen. 1500 Leute. Haben wir hier nichts mehr und ihre Zweigstelle ist in Alzachum bei Schwerin. Jetzt können wir da morgen früh hinfahren, 5 Stunden und dann 5 Stunden zurück und alle von außen. Ja.
Ja, wir haben euch ja gesagt, zwischendurch melden wir uns immer mal wieder, auch wenn vielleicht im Kommentarchat ein paar Fragen aufgetaucht sind. Da versuchen wir euch die zu beantworten. Die zwei, die ihr eventuell eben gesehen habt, die hier die kleinen Tore aufs Spielfeld tragen. Das eine ist Borussias neuer Sportkoordinator David Ziebung, Dave, wie er genannt wird. Kommt jetzt ins Bild, dann der ein oder andere
hat sich gefragt, ob er da richtig gesehen hat, Toni Janschke im Trainerstab. Ja, das ist so. Vielleicht für die, die es noch nicht mitbekommen haben, Toni wird der Borussia ja erhalten bleiben. Der Fußballgott jetzt als Talenttrainer kümmert sich um diejenigen, die perspektivisch gesehen Borussia auch weiter nach vorne bringen können. Links Patrick Schnabiler ebenfalls im Trainerteam, daneben Nassar Ngoumou gerade zu sehen. Und da ist einer der jungen Spieler daneben, Winsley Boteli, Vertrag verlängert bei Borussia. Auch die Frage tauchte eben nochmal auf. Wir haben es zu Beginn des Streams schon mal gesagt, wer von den Nachwuchsspielern dabei ist. Winsley und dann Charles Herrmann, Neuzugang aus Dortmund. Niklas Swieder ist am Start. Und einen habe ich vergessen, Kilian Saug, auch er zeigt sich heute euch und natürlich auch dem Trainerteam. Eben haben wir die Mannschaft schon mal ein paar Liegestützen machen sehen. Kleines Aufwärmprogramm, lockere Einheit. Jetzt erstmal hier auf dem Platz am Borussia Park vor dem Fohlenstall. Die Einstellung, die ihr eben gesehen habt, der Borussia Park im Hintergrund mit dem blau-weißen Himmel. Vielleicht schon mal ein kleiner Vorgeschmack auf den Tegernsee, auf Bayern, dass man sich da schon mal einstimmen kann. Und viele von euch haben natürlich auch die neuen Aufwärmshirts, die neuen Trikots angesprochen. Einer schrieb, Reuter, schönster Sponsor seit Diebels. Diebels ein bisschen her. Der ein oder andere von euch ist damals wahrscheinlich noch gar nicht geboren gewesen. 95 das Pokalsiegertrikot und jetzt eben Reuter auf dem Dress unserer Borussia. Auch Chris Kramer auf dem Platz, merkte jemand an. Natürlich Chris, Spieler vom Borussia mit Vertrag. Und auch wenn er uns die Fußball-EM als Experte versüßt hat, am allerliebsten steht er selbst auf dem Platz. So auch heute. Dann haben wir noch einige Spieler, die sozusagen als, ja, fast als kleine Wiedertransfers gelten können. Ich denke an Schwanci, Thomas Schwanchera, viel verletzt in der letzten Saison, obwohl er ansatzweise ja schon gezeigt hat, was er für ein Potenzial hat, wenn er fit bleibt. Ebenso eine wunderbare Sturmalternative wie einer der Neuzugänge der Borussia, Tim Kleindienst. Da hat jemand geschrieben, jo, der ist groß. Ja, das ist er. Und stark. Wenn man da ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, Roland Wirkus hat das eben in einer Presserunde erklärt. Der stand hier im Borussia Park, hat das Stadion zum ersten Mal so bewusst wahrgenommen, hat zwar schon mal mit Heidenheim hier gespielt, aber da hat er wahrscheinlich weniger auf das Stadion und das drumherum geachtet. Aber als er dann hier seinen Vertrag unterschrieb, hat er sich das erstmal alles hier angeguckt und gesagt, wow, was für ein Stadion, hier darf ich Fußball spielen. Jo, ganz genau. Und da sind wir auch sehr, sehr froh. Da sehen wir Kilian Saug, Olli Neuville im Hintergrund. Ja, auch Oskar Fraulo, so einer wie Schwanci als fast schon Neutransfer zu beurteilen, war ja ausgeliehen. Jetzt erstmal wieder zurück. Thomas Schwanchera, Winsley Boteli. Und das alles unter den Augen von einem, der stürmen kann, Olli Neuville. Und auch Patrick Schnabiler, einer der Co-Trainer von Jari Seoane, kann was am Ball. Kurze, knappe Ansagen. Jule Weigel sehen wir hier, dann da links am Bildrand
nochmal Kilian Saug. Und wer da die Halbfinalbegegnung gegen Hoffenheim, der U19 letzte Saison verfolgt hat, der weiß, was dieser junge Kerl am Ball kann. Auch wenn, das wissen alle, natürlich noch Luft nach oben ist vom Jugendfußball in den Männerfußball. Da müssen wir, es gibt noch Arbeit, auch für ihn, auch für Gary Sewane, der Optimismus ausstrahlt, auch schon vorher das Ganze beobachtet hier und auch Bock hat in den Vorgesprächen, war auch rauszuhören, dass er, genau wie wir alle, froh ist über die Transfers, aber anders wäre auch doof. Ja, mittlerweile, ich würde mal so sagen, 300 Zuschauer, 200-300 hier auf dem Platz vor dem Fohlenstall. Für Neuhaus, da waren einige gespannt, ob die Haare nach den 6 Wochen eventuell noch ein bisschen netzermäßiger sind. Aber war zwischendurch mal beim Friseur. So, genug Ball hochhalten. Jetzt gibt es die nächste Übung. Und immer wieder gibt es ja die Frage, wie kann ich mir denn Training angucken vom Borussia Mönchengladbach, wie kann ich mir denn eventuell auch mal Autogramme holen? Also im Netz oder zum Beispiel auch in unserer neuen Fohlen-App, in der App von Borussia Mönchengladbach, da seht ihr immer die Trainingseinheiten und die in grün, die sind immer öffentlich, also da kann man tatsächlich immer zum Borussia-Park kommen und sich diese öffentlichen Trainings anschauen, wie die Jungs trainieren. In ganz seltenen Fällen kann es sein, dass man da kurzfristig dann doch mal umplant. Das ist dann zwar ärgerlich für alle die sich vielleicht auch von weiter her auf den Weg gemacht haben, um ein öffentliches Training zu sehen, aber manchmal eben nicht zu ändern. Aber im Normalfall ist es so, wenn die Trainingseinheit in grün auf der Webseite oder in der App steht, dann einfach zum Borussia-Park kommen, Training angucken und im Anschluss an die Trainingseinheiten sind die Jungs eigentlich immer gewillt, Autogramme zu schreiben oder vielleicht auch mal für ein Selfie zur Verfügung zu stehen. Also seid ihr herzlich eingeladen, auch in den nächsten Tagen mal zum Borussia-Park zu kommen. Es sind Sommerferien. Schnappt euch entweder das Fahrrad oder ein anderes Gefährt oder Mama, Papa, dass die mit euch hier hinkommen und dann einen Tag am Borussia-Park erleben. Ja, noch ein neuer, den haben wir noch gar nicht angesprochen. Der trainiert hier die Männer in Gelb, die ihr gerade seht. Unsere Torhüter, André Wächter, vom VfB Stuttgart gekommen, beerbt Fabian Otte. Der Weltenbummler zieht weiter und zwar nicht nur in die USA. Das Team der amerikanischen Nationalmannschaft betreut er torwartmäßig. Nee, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, auch Liverpool ist ein Ziel von ihm. Also Fabi, wünschen wir alles Gute. Haben jetzt mit André Wächter einen guten Mann. Einer, der sich mit Sicherheit bei einem anderen ehemaligen Torwarttrainer der Borussia, nämlich bei Steffen Krebs, erkundigt hat, wie es denn hier so ist. Und die Tatsache, dass André hier ist, zeigt, Steffen hat wahrscheinlich Gutes berichtet über die Borussia, bei der er wahrscheinlich auch geblieben wäre, wenn er nicht in die Heimat zurückgewollt hätte, in Schwabeländle. So, nochmal eine Runde Ball hochhalten, diesmal mit anderen. Hier sehen wir den einzigen Spieler, der tatsächlich in jedem Spiel der letzten Saison für Borussia Mönchengladbach aufgelaufen ist. Rocco Reitz. Nicht in jedem Spiel von Anfang an, nicht in jedem Spiel 90 Minuten, aber tatsächlich in jedem zumindest Bundesligaspiel.
Mittlerweile sind wieder noch ein paar Fragen aufgetaucht. Und zwar, was ist mit Hack? Haben wir eben schon mal kurz erklärt. Hacki hat sein individuelles Trainingsprogramm absolviert. Wie alle Spieler hat auch er natürlich einen Trainingsplan mitbekommen, damit man nicht nach 6 Wochen Bundesliga-Pause wieder bei Null starten muss. Und in diesem individuellen Trainingsprogramm haben sich dann Probleme am Fuß aufgetan, sodass er im Moment noch nicht wieder im Mannschaftstraining teilnehmen kann, was mit Manu Kone ist. Auch da habt ihr ja teilweise selbst schon drauf geantwortet. Choke WL hat geschrieben, Kone ist bei Olympia, bei den Olympischen Spielen mit Frankreich ganz genau. Und Karl von Heinsberg, von Heinsburg, pardon, will wissen, ob Toni jetzt Spielertrainer ist. Nee, ist er nicht. Also es ist zumindest nicht geplant. Ich weiß gar nicht, ob man da noch einen Pass haben muss. Also er ist, soweit ich weiß, nicht als Spieler gemeldet, aber er ist dafür zuständig, dass wir genug junge Spieler dann hoffentlich nach oben ins Bundesliga-Team bringen. Er ist nämlich dafür zuständig, die jungen Talente ranzuführen an die Bundesligamannschaft. Und ansonsten auch wunderbar, dass ihr euch gegenseitig helft. Einer hat eben gefragt, wieso kann man Winsley Boteli nicht als Flock auswählen. Hängt damit zusammen, dass er Stand jetzt nicht im Profikader geführt wird, sondern er trainiert zwar mit, jetzt in der Vorbereitung, aber erstmal geplant, genauso wie die anderen eben genannten Jugendspieler, dass auch sie erstmal in der Jugendmannschaft, in der sie dann spielen und auflaufen werden, weiter dieser Mannschaft helfen und ja, perspektivisch gesehen dann eben Richtung Profikader kommen. Grischek schreibt, ich hoffe, wir spielen zukünftig mit einer Doppelspitze, bestehend aus Schwanschara und Kleindienst. Da lassen wir uns überraschen, die Alternativen sind auf jeden Fall vorhanden, das wird auch Gerry Seoane freuen. Und dann hatte jemand geschrieben, dass man nicht so viel hört beim Mikro. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob ihr das Mikro meint, in das ich gerade spreche, oder ob ihr eventuell das meint, was hier Richtung Platz gerichtet ist. Also, dass man natürlich nicht jede Trainingsanweisung der Trainer versteht, denke ich, da habt ihr Verständnis für, dass wir da das Mikro nicht mitten auf dem Platz aufbauen. Richtmikros wollten wir jetzt auch nicht unbedingt aufbauen. Aber ein bisschen Atmosphäre bekommt ihr natürlich mit. Bisher geile Transfers, schreibt Averti. Krok schreibt, dass Fabio bei der U19 UM mit Italien spielt. Ja, bei einigen von euch merkt man natürlich, dass ihr euch ein bisschen später reingeklickt habt in den Chat. Wenn ihr eine Frage habt, dann gerne auch einfach mal hier unter den Kommentaren hochscrollen. Die meisten Fragen sind da schon beantwortet worden.
Rückennummern wechseln. Auch da wird es Infos zu geben, wer welche Rückennummer trägt, wer welche Rückennummer haben möchte. Tim Kleindienst wird die 11 haben, so viel können wir euch schon mal verraten. Philipp Sander wird mit der 16 auflaufen und Kevin Stöger, das habt ihr mit Sicherheit schon mitbekommen, also unsere drei Neuzugänge damit komplettiert, der übernimmt die 7 von Flacco, von Patrick Herrmann. Ah, danke fürs Feedback. Ihr schreibt, Knippi, dich hört man prima. Wunderbar. Danke für euch. Grüße aus dem Homeoffice. Grüße aus Nordhessen. Ja, schöne Grüße zurück vom Niederrhein. Hallo an alle. Grüße aus dem südlichen Sachsen-Anhalt, schreibt Melanie. Dann schreibt Marco, Gruß aus Düren. Also an euch alle, an alle Borussia-Fans, an alle Fohlen-Fans, an alle Brussinnen und Brussen, die hier gerade im Chat sind. Das sind 1244. Wunderbar. Verbreitet es gerne weiter, dass es diesen Chat gibt während des gesamten Trainings. Und wenn hier jemand noch vorbeikommt von den Verantwortlichen, dann schnapp ich mir den auch und zerr ihn vors Mikro. Kauft den Abwehrmann des VfL Bochums, schreibt Soccer for Love. Wer ist das? Klärt mich auf. Roland Born will wissen, was mit dem Versandstatus der Trikots ist. Er wartet noch auf seine Lieferung. Roland, kann ich von hier aus jetzt gerade aktuell nicht checken. Aber das Trikot ist ziemlich gut angekommen, so viel kann ich schon mal sagen. Vielleicht kann es da tatsächlich ein bisschen länger dauern, bis das bei euch ist, aber ihr werdet es bekommen. Wird sich am Rahmenprogramm bei Heimspielen irgendetwas ändern? Hashtag frischer Wind. Was schwebt dir vor? Schreibt gerne Anregungen. Also es ist nichts in Stein gemeißelt. Bisher ist nicht geplant, großartig was zu ändern, ehrlich gesagt. Aber noch ist die Saison ja nicht gestartet. Und wie gesagt, wenn es gute Ideen gibt, immer her damit. M. Wurndo schreibt, du hast mich bei der Trikot-Schnitzeljagd gut abgehängt, womit wir wieder beim Trikot wären. Ja, auch da war das Trikot sehr, sehr begehrt. Die große Borussia-Trikot-Schnitzeljagd, die wir durch Mönchengladbach gestartet haben, hat Spaß gemacht, hat Bock gemacht. Auch da nochmal Danke an alle, die mitgemacht haben. Roy schreibt, kannst du Rollo bitte sagen, dass er Ricardo Rodriguez verpflichten soll? Wenn er kommt, werde ich es ihm sagen. Grüße aus der Oberpfalz, wir sehen uns am Tegernsee. Nimmst du deine Ukulele wieder mit, hab meine Gitarre dabei, dann können wir die Seele brennt jammen oder die Elf vom Niederrhein, schreibt Roland. Also die Gitarrele ist es nämlich, es ist keine Ukulele, so viel Zeit muss sein. Es ist tatsächlich eine Gitarrele, also so eine Mischung aus Gitarre und Ukulele mit 6 Saiten. Die wird natürlich wieder dabei sein, genau wie die Nasenflöte. Laso schreibt, gibt es hier ein paar Rheindahlener? Lieber Laso, war ich mal beim SC Rheindahlen gespielt, 2-mal da gewohnt, also zählt noch so ein bisschen als Halb-Rheindahlener. Ist es möglich, mehr Jugendspiele kostenlos zu streamen, ob U19 oder U23? Also auch diese Anregungen nehmen wir natürlich gerne auf. Ob das dann tatsächlich immer umsetzbar ist, hängt von verschiedenen Begebenheiten ab. Also kann ich euch jetzt nicht versprechen, aber ist auf jeden Fall angekommen. Felix schreibt, mein Trikot ist vorhin angekommen, ist mega. Ja, dann Felix, Glückwunsch. Und Niklas will wissen, ob alles fit bei mir ist. Also bei mir persönlich ja, bis aufs Knie. Also ich bin noch nicht trainingslagerfit. Da werden nur Laufeinheiten am Start sein.
Ob Omlin Kapitän bleibt oder ob sich da was ändern wird, habe ich im Moment keine Informationen. Denke aber nicht, dass sich da was ändern wird. Aber nagelt mich da nicht fest. Das obliegt natürlich dem Trainer. Ulrich Alwichler kommt auch aus Rheindahlen. Für diejenigen, die nicht hier aus der Nähe sind, Rheindahlen ist unweit des Borussia-Parks. Ein Stadtteil von Mönchengladbach. Ich würde mal sagen, so 5-6 Kilometer ungefähr. Wird es wieder ein Tegernsee-Duell geben? Also, ohne zu viel zu verraten, ob es tatsächlich ein Tegernsee-Duell sein wird, verrate ich euch jetzt noch nicht, aber es wird wieder was Schönes geben. Nur so viel, also mir persönlich hat das Tegernsee-Duell auch sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich würde mich freuen, wenn wir das wieder machen würden. Welchen Spielerflock habt ihr euch geholt, will Leon wissen. Dann schreibt das doch mal rein. Toschwa schreibt Grüße aus der Pfalz. Was sagst du zum ersten Heimspiel gegen den Meister, schreibt Malik. Also wenn du mit du mich meinst, dann sage ich wunderbar. Eröffnungsspiel, neue Bundesliga, Freitagabend, ist doch geil. Und dann den Meister im Borussia-Park. Ja, sind wir mal gespannt. Wir haben ja gehört, Granit Xhaka während der Europameisterschaft mit Muskelfaserriss gespielt. Das wird Xabi Alonso nicht so gut gefallen haben. Aber bis zum ersten Heimspiel ist natürlich auch noch was hin. Dann wird Granit vielleicht wieder fit sein. Wäre eine Schwächung, wenn er nicht dabei ist. Aber die haben auch so noch den einen oder anderen guten Spieler. Aber wir auch. Also alles auf Null, Reset. Und bei 0-0 fangen wir ja sowieso wieder an. Knippi, wie zuversichtlich bist du für die neue Saison? Schreibt Sebastian Mulder. Also nicht, dass das relevant wäre, was ich denke, aber ich habe Bock und bin zuversichtlich. Wie gesagt, alles auf Null. Die drei Transfers finde ich richtig gut. Und ja, auch wenn alle von uns natürlich in der letzten Saison gerade Richtung Ende nicht happy waren und auch beim ein oder anderen Spiel nicht happy waren, was absolut verständlich ist, gab es tatsächlich dann Spiele, die auch ein bisschen anders hätten laufen können. Und es ist dann manchmal so knapp in der Bundesliga, dann bist du eben nicht Achter, sondern 14. ohne das jetzt schönreden zu wollen. Aber deswegen bin ich zuversichtlich, weil ich glaube, dass auch mit den neuen Transfers nochmal neue Qualitäten in die Mannschaft gekommen sind und auch die Jungs natürlich wissen, dass sie in einigen Spielen in der letzten Saison es besser hätten machen können. Rautengrüße aus Wiesbaden, schreibt Thomas Zimmermann. Rautengrüße zurück. Grüße aus Viersen. Aber wenn ich jetzt sage, da habe ich auch mal gewohnt, glaubt ihr mir das nicht, ne? Also ich bin viel umgezogen. Und es stimmt tatsächlich. Genauer gesagt in Süchteln und Dülken mal gewohnt. Wenn das als Beweis dafür reicht, dass ich mich in Viersen auskenne. Und wenn jetzt noch jemand schreibt, Grüße aus Berlin, aus München und ja, sogar aus Köln, ich gestehe, auch da habe ich mal gewohnt, dann stimmt das aus. Grüße aus Thüringen, da habe ich noch nicht gewohnt. Deswegen behaupte ich das auch nicht. Wer ist aktueller Smartphone-Partner der Borussia, will Miklo Mörs wissen. Und es stimmt, wir hatten mal einen, aber einen offiziellen Smartphone-Partner gibt es nicht. Wir haben natürlich einen Elektropartner, der sich auch für Nachhaltigkeit einsetzt. Das ist Sonnepaar. Grüße aus Neumarkt, schreibt Niklas Segerer. Die letzte Stunde im Büro ist gesichert, schreibt Blue for Off. Schwarz-weiß-grüne Grüße aus Hannover, nur der VfL. So nämlich.
aus Hannover. Das ist doch die Stadt, die einen Fußballverein hat, der eigentlich die Roten genannt wird, aber dann doch fahnenmäßig auch Schwarz, Weiß und Grün als Farben hat. Habe ich persönlich noch nie verstanden, warum das so ist, aber es ist so. Thüringen, Grüße aus Salzburg. So, die Österreicher auch am Start. Ich hätte Österreich gegen Deutschland so gern als Fußball-Europameisterschaftsfinale gesehen. Habe mich so für Max Wöber gefreut, dass trotz seines Eigentors die österreichische Mannschaft nicht nur weitergekommen ist, sondern begeistert hat. Am Ende dann etwas unglücklich auch ausgeschieden. Also Grüße zurück nach Salzburg, will ich damit sagen. Wird Charles Herrmann weiterhin bei der ersten Mannschaft mittrainieren? Also geplant ist, dass die vier, die wir euch eben genannt haben, die wir euch hier auch immer wieder zeigen, erst einmal mittrainieren und sich präsentieren können in der Saisonvorbereitung, erstmal bis zum Trainingslager und dann wird weitergeschaut. So, auch diese Anregung nehmen wir mit, Freundschaftsspiele der Damen zu übertragen, wie bei der Relegation im letzten Jahr. André Schnurrer wird hier nochmal gewünscht. Dann Grüße aus Heidenheim. Lieber Luis, Grüße zurück nach Heidenheim. Vielleicht folgst du gerade Tim Kleindienst. Ist ja auch mittlerweile nichts Ungewöhnliches mehr, dass man nicht nur Fan von einem Verein, sondern auch Fan von Spielern ist. Also keiner wird es dir verdenken. Denn Tim Kleindienst natürlich Topmann, jetzt mit der Raute auf dem Trikot. Heiner 97 schreibt, Gruß aus Texas. Das ist, glaube ich, mittlerweile der weiteste Gruß. Sagt man das so? Weiß ich gar nicht. Aber auf jeden Fall, Heiner, when du da bist, alter Cowboy, schnapp dir eine Fohlen und dann reite in die Borussia Park. Hast du noch ein bisschen Zeit bis zum ersten Heimspiel? Kannst du in der Saison einiges an Content gemeinsam mit Falco bringen? Ich nehme an, du meinst Flacco. Denn mit Falco wäre schwierig. Aber mit Flacco sehr gerne. Flacco hat ja auch die Pause genutzt, um sich unter das Messer zu legen und hat geschrieben, habt ihr wahrscheinlich auch auf seinem eigenen Instagram-Account gesehen, dass das ganz gut verlaufen ist, dass da aus der Fußballerkarriere noch das ein oder andere Wehwehchen übrig geblieben ist. Also ja, so eine Profifußballerkarriere ist schon hart. Und ich habe es euch versprochen, sobald hier jemand kommt, jetzt muss ich mal schnell laufen, da kommt Roland, da ist er, ganz kurz stehen bleiben. Hier ist Roland Wirkus für euch. Ich habe es euch versprochen, ich schnapp mir Verantwortliche hier bei Borussia. Roland, nur ganz kurz, unsere Jungs trainieren wieder, du hast Bock. Ja, nicht nur ich habe Bock, entscheidend ist, dass die Jungs Bock haben und das kann ich sagen, die Jungs haben Bock, die freuen sich. Ja, und das sieht man jetzt auch auf dem Platz. Die freuen sich. Ich habe eben was verraten, aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert, was du mir erzählt hast. Ich hoffe nicht unter dem Siegel der Verschwiegenheit, nämlich dass Tim Kleindienst wohl ganz angetan war von dem, was hier entstanden ist innerhalb der letzten Jahre. Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich eine ganz, ganz neue Erfahrung. Ich habe ja schon jetzt einige Transfers gemacht, aber gerade bei Tim war es so, der kam rein und der aus dem Staunen kam der nicht mehr raus. Er ging ins Stadion und sagt, boah, ey, was ist das, ein geiles Stadion. Boah, dann hat er das Trikot angezogen. Er hat gesagt, meine Fresse, in diesem Trikot zu spielen, in dem Stadion, geil. Dann ist er in die Kabine rein, hat erstmal geguckt, boah, was ist das denn? Also, das waren die ersten Worte und das kenne ich so nicht. Und das hat mir eine Gänsehaut gemacht. Und das, nochmal, das zeigt, dass der Junge Bock hat, hier zu spielen. Das zeigt, dass der Junge weiß, für welch großen Verein er spielt, dass er stolz ist. Aber das war halt nicht nur bei ihm so, sondern es war beim Kevin so, das war bei Sander so. Und das war ja auch so, dass wir gesagt haben, was müssen wir denn jetzt machen? Also natürlich, klar, ihr werdet alle fragen, ja, aber wieso haben die denn nichts in der Defensive gemacht? Erstmal fängt die Defensive vorne an. Der Tim ist übrigens der Spieler mit den meisten Foulspielen, weil er unterbricht sehr oft Angriffe des Gegners und es pöbelt auch so ein bisschen, was auch mal wichtig ist, denke ich. Das ist halt wichtig, dass du Leadership dazu holst. Wir haben festgestellt, viele Führungen verspielt, immens viele Führungen verspielt. Da brauchst du die Jungs auf den Platz, die Verantwortung übernehmen, die Bälle haben wollen, die anpacken. Und da glaube ich, mit den drei haben wir zumindest die Richtung vorgegeben.
gegeben. Natürlich ist jetzt der nächste Blick auch darauf, dass wir schauen, was geht denn, was geht defensiv noch, was brauchen wir da noch. Und erstmal ist es so, dass wir mit dem bisherigen total zufrieden sind, aber der Transfermarkt ist noch gar nicht so richtig in Gang gekommen und wir sind schon dabei und das ist eine schöne Geschichte und jetzt gilt es halt, die Augen offen zu halten und ein Gefühl zu kriegen, was passt vielleicht und was braucht der Kader noch. Ja, das, was du eben erzählt hast mit dem Trikot, das ist übrigens auch nochmal nachzuschauen bei Borussia. Schaut euch gerne das Video an von Tim Kleindienst, aber auch von Kevin, von den ersten Tagen bei Borussia, wie sie das Trikot auspacken. Sie waren auch eine der ersten Spieler, die das überhaupt gesehen haben, dann tatsächlich. Wie findest du es persönlich denn eigentlich? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin sofort in den Fanshop und habe, ich trage ja selber keins, würde gerne eins, aber das kommt nicht so gut, weiß ich nicht, aber ich habe meinen Söhnen sofort. Jeder Sohn hat eins bekommen. Wenn du selbst eins tragen würdest, hätte ich dich gefragt, welchen Flock du dir gemacht hättest. Ja, das verrate ich jetzt nicht. Alles klar, danke Roland. Danke. Roland auf dem Weg weiter hier am Trainingsplatz. Also ich habe es euch versprochen, wenn noch mehr kommen, dann zerre ich sie vors Mikro. Knippi als Vlog machen, ja, das hätte ich Roland jetzt auch mal vorschlagen können, genau. Dann aber die 77 natürlich drauf. Bin ich auch schon häufiger gefragt worden, warum denn die 77, ob das mein Geburtsjahr sei? Nein, leider nicht. Das liegt 7 Jahre vorher, aber 77, Year of Punk Rock 77. Jahr der letzten deutschen Meisterschaft von Borussia Mönchengladbach und 77, eine Schnapszahl. Mag ich. Ich mag die 7 als Schnapszahl, wunderbar. So, weiter geht es. Ich guck mal hier, welche Kommentare von euch dann noch da sind. Mahlzeit, schreibt Tim. Gruß aus Sachsen von Alwin. Justus schreibt, wo kann man Fragen stellen? Der liest doch was anderes vor, als hier im Chat steht, auf Insta oder Twitter oder so. Nee, Justus, also ich bin schon hier beim YouTube-Stream. Aber es kann natürlich sein, dass du tatsächlich auch hier gerade bei Fohlen TV guckst, denn auch da wird das parallel gestreamt. Grüße aus Heinsberg, Arno Kergel, Grüße aus Wickrath. Schreibt Devil Nick, Grevenbruch, Windberg, Bad Zwesten, Grüße aus Norddeich, der VfL ist überall, die Borussia, so soll es sein. Grüße aus Wesseling, nur der VfL, Grüße aus Kreta, schreibt Danis. Was macht Flacco jetzt, schreibt Markus Thüram. Also erstmal weiter genesen, lieber Markus, du hast ja jetzt Zeit, nachdem ihr gestern bei der EM rausgeflogen seid. Aber schöne Grüße auf jeden Fall an dich. Also Flacco schnuppert jetzt in unterschiedliche Abteilungen definitiv mal rein, wenn er wieder gesund ist. Grüße aus Heinsberg, Grüße aus Berlin, schreibt Eckner. In Windberg hast du bestimmt auch nicht gewohnt, schreibt Mofo. Da habe ich dich allerdings mal vor einem Heimspiel letzte Saison ein wenig gestresst an der Sparkasse getroffen. Doch, in Windberg habe ich auch gewohnt, direkt am Wasserturm, Hagelkreuzstraße. Hallo Knippi, Grüße aus Reit. Da habe ich noch nicht gewohnt. Grüße vom Arbeitsschreibtisch. Lieber Javos oder liebe Javos, kann ich hier nicht erkennen. Dann Grüße zurück an den Arbeitsschreibtisch. Du machst wahrscheinlich gerade nur eine kleine Pause, sonst hättest du ja keine Zeit, den Stream zu gucken, sondern müsstest arbeiten. Ne? WW Brusse fragt, kommt Wirkus auch mal zu dir? Genau, der war gerade da. Und dann blicken wir noch mal ein bisschen weiter. Job Cameron schreibt Grüße aus Kos. Habe ich mich eben aufklären lassen von Roland Wirkus. Also vor diesem Stream, dass es nicht Kos, sondern wirklich Kos heißt. Aber vielleicht ist ja jemand hier im Chat, der auch des Griechischen sehr mächtig ist und mir sagen kann, wie wird es ausgesprochen? Kos, so K-O-S-S mäßig oder eher so Kos, wie Toni Kroos ohne R? Aus Mainz viele Grüße. Also, auch die Mainzer wissen, was gut ist im Fußball. Wunderbar. Grüße aus Heinsberg, Gruß aus Kassel, Geilenkirchen, Hoyerswerda, Paul Scholz aus der Heimat von Toni Janschke, den wir hier auch häufiger schon gesehen haben im Stream. Grüße aus Florida, aus dem Urlaub, schreibt Justin. Und
Jetzt kommen Grüße aus einem noch weiteren Ort, weiter vom Borussia Park entfernt als Texas. Das sind Grüße aus Canberra. Australien lässt grüßen. Grüße aus Wegberg. Gladbach ist doch viel schöner als Mailand. Also fußballmäßig auf jeden Fall. Normale Kartoffeln auf die Eins, schreibt LSP. Ja, da streiten sich die Gelehrten, vielleicht ja auch die Maultaschen. Also heute würde ich Fritz Spezial auf die Eins setzen. Grüße aus Bottrop. Boah, wo ihr überall herkommt, geil. Schön das zu lesen, aus dem Taunus, aus Euskirchen. Alles Borussia-Fans. In der ganzen, nicht nur Republik, sondern in der ganzen Welt verteilt. Texas hatten wir, Australien hatten wir. Dann hier, Grüße aus Fröndenberg bei Dortmund. Olaf Betzer weiß auch, dass es nur eine einzig wahre Borussia gibt. Grüße aus Leipzig in die alte Heimat, schreibt Harald Kaisers. Pesti schreibt, hallo Knippi, Grüße aus Hessen. Mein Vater hat in den 70ern gern die Autogrammkarten für die Borussia gemacht. Pesti, tu mir einen Gefallen. Ich hoffe, dein Papa lebt noch und kann davon vielleicht ein bisschen erzählen. Vielleicht wäre das auch mal eine Möglichkeit, ihn zu interviewen für unseren Fohlen-Podcast mit Fans für Fans. Da haben wir ja auch immer ganz besondere Borussia-Geschichten. Hört gerne rein in den letzten. Da haben wir nämlich den Mann, der hinter der Fuppe-Fahne, die ihr vielleicht schon mal im Borussia-Park gesehen habt oder auch jetzt während der Fußball-EM in den Stadien gesehen habt, den haben wir mal vors Mikro gezerrt und ihnen ein bisschen erzählen lassen, wie das denn so ist, wenn man dieser Leidenschaft frönt, mit der Fahne durch die ganze Welt zu fahren und die dann immer vor den Spielen überall auf und nach den Spielen dann wieder abzuhängen, wenn alle anderen noch nicht im Stadion drin sind oder nach dem Stadion schon wieder raus. Grüße aus Bonn, nur der VfL. Grüße aus dem tiefsten Niederbayern. Und Darek schreibt, Grüße aus Connecticut. Texas ist ein bisschen weiter weg, ist egal. Also wir nehmen die Grüße auch von überall. Selbst wenn ihr jetzt gerade hier auf der anderen Seite steht und im YouTube-Chat seid, dann winkt doch einfach mal. Könnte ja sein. Ist ja mittlerweile auch gang und gäbe, dass man selbst in der Kurve, obwohl man das Spiel live sehen könnte, dann tatsächlich nochmal auf irgendeinem Taktikstream ist oder sich vielleicht Statistiken anschaut. Also wir werden das beobachten, ob ihr jetzt gerade live hier auf dem Trainingsgelände bei Borussia seid und uns rüberwinkt. Und an der Stelle auch nochmal der Hinweis, wenn ihr euch die besten Tickets sichern wollt, jetzt noch bis einschließlich Donnerstag, den 11.07. Mitglied werden. Also so lange ist nicht mehr Zeit, das ist morgen. Und dann das exklusive Vorkaufsrecht nutzen, also mitglied.borussia.de. Sichert euch die besten Tickets, macht euch Borussia. Und dann sehen wir uns in der kommenden Saison im Stadion. Und Vajos Suarez schreibt, Kos wird es ausgesprochen, also Doppel-S. Vajos, vielen Dank. Wird doch noch griechisch gekocht, schreibt JD. Gyros auf die Eins. Grüße aus Reutlingen, Kückhofen. Wie weit sind wir bei Lamine Jamal, Knippi, schreibt Justus Heinzer. Ja, der kann noch U17 spielen, Leute. Grüße aus OWL, aber ihr müsst euch auch schon mal entscheiden. Ne? Die einen schreiben jetzt Defensive, Lamine Jamal ist ja jetzt kein Defensivspieler. Da sind wir gut aufgestellt. Grüße aus Neuss, aber ich mag das, wenn ihr auch Ironie mit reinbringt. Aus Oberhausen die Grüße, aus Wilhelmshaven. Grüße aus Kleve und Arnsberg, Heilbronn. Europapokal, schreibt ESP NWR Pix. 3H-Kunststoffe auf die Eins. Na, ich weiß nicht, ob die so schmecken.
Borussia ist weltweit vertreten, schreibt Justin, ganz genau. Und Roland Born, also er bringt es eigentlich auf den Punkt, Stadionwurst auf die Eins. Roland, du hast natürlich recht. Ruhrpott Schwarz-Weiß-Grün von Team 17. Grüße aus Griechenland von Philipp. Grüße aus Vollmershofen und aus Mörs. Wenn man dich fragt, woher du kommst, dann sag Borussia. So nämlich. Remscheid, Porta Westfalica. Grüße aus der Fahrradstadt Münster. Und Stefan hat es wörtlich genommen. Grüße aus Mönchengladbach. Hatten wir noch nicht. Heiner schreibt, wir planen für das Spiel gegen St. Pauli einzufliegen. Also auch da könnte ich mir vorstellen, wenn ich jetzt mal davon ausgehe, wie so die Vorsaisongespräche bei mir persönlich waren, für welche Spiel ich denn Karten besorgen könnte, dass St. Pauli auch ziemlich schnell ausverkauft sein wird. Auch da gilt nochmal das, was ich gerade gesagt habe. Also werdet Mitglied bei Borussia, habt Vorverkaufsrecht. Und dann seid ihr gegebenenfalls gegen das Team aus Hamburg, was nicht HSV heißt, dabei. Viele Grüße aus dem Schwarzwald, vom Comer See, Porta Westfalica und Vollmershofen, Neheim, die Eifel. Grüße aus dem Großraum Stuttgart von Guido. Diesen Monat 50-jähriges Fanjubiläum gefeiert. Wow, Respekt. Jüchenhoch-Neukirch, nochmal Griechenland. Wie lange geht das Training, schreibt Yannick Müller. Also genaue Uhrzeit hat Gary Seoane uns nicht gesagt, aber ich würde mal sagen, wenn ich mir sehe, dass hier jetzt schon das Spielchen dran ist, könnt ihr mir vorstellen, so eine knappe Stunde sind wir jetzt dran, dass es gar nicht mehr allzu lange dauern wird. Viertelstündchen noch und dann sind wir durch. Wie gesagt, gerne auch Anregungen, wenn ihr Ideen habt, wie ihr hier schon reingeschrieben habt, zum Beispiel mit den Streams oder auch Ideen für Geschichten im Podcast. Zum Beispiel auch an audio@borussia.de. Das ist die Adresse, die ihr anschreiben solltet für alles, was mit den Podcasts, was mit dem Fohlenradio zu tun hat. Auch das Bitburger Fohlenradio wird natürlich weitergehen in der nächsten Saison. Grüße aus Remscheid und aus Ratingen. Borussia Forever schreibt, jetzt erstmal Gladbach Training anschauen und eine Stunde dann im Gladbach oder Liverpool FC Trikot selbst aufs Feld. Also, Borussia Forever, ich gebe dir den Tipp, heute nimmst du das Gladbach Trikot. Okay? Abgemacht. Grüße aus Vollmershofen. Erkelenz. Laie oder Kaufoption bei Lamine Jamal? Ach, das hätte ich jetzt Roland eben fragen können. Aber die Frage kann ich dir, glaube ich, auch beantworten. Ich sage erstmal nein. Roland hat eben gesagt, wir schauen jetzt mal defensiv. Lamine Jamal ist nicht defensiv. Grüße aus der Bauhausstadt Dessau. Grüße aus Muggensturm. Berlin, Tegernsee. Ist dieser Ironie-Defensivspieler auch sehr schön. Also ich merke schon, auch ihr habt wieder Bock auf Bundesliga, Bock auf Borussia Mönchengladbach. Moin Knippi, kann Borussia momentan einen Praktikanten im Marketing gebrauchen? Grüße aus Frankfurt. Da würde ich dir raten, geh mal auf unsere Seite, auf die Webseite. Da stehen immer alle Jobs und auch die Stellen, die frei sind bei Borussia, was gesucht wird, wer gesucht wird. Ich meine tatsächlich, letztens etwas gesehen zu haben mit dem Stichwort Marketing, aber auch da bin ich mir leider jetzt nicht ganz sicher, war es tatsächlich ein Praktikum oder etwas anderes. Also klickt euch da gerne mal durch und auch, ihr kennt ja auch die einzelnen Jobplattformen, sowas wie LinkedIn oder so, auch da ist Borussia Mönchengladbach vertreten und auch da könnt ihr immer sehen, wenn in den einzelnen Abteilungen Bedarf ist. Und wenn ihr nicht sowieso schon auf Liken, Followen oder sonst was geklickt habt, dann macht das doch bitte bei Instagram, bei YouTube, bei TikTok, bei Facebook und im Fohlen TV gibt es auch immer wieder exklusive Inhalte. So, kurzer Werbebreak zu Ende, aber wahrscheinlich habt ihr da sowieso
überall schon auf Folgen geklickt. Grüße von der Fliedstraße, die ist in Mönchengladbach. Also gibt es vielleicht auch in anderen Städten, aber ich gehe mal davon aus, dass du die in Mönchengladbach meinst. Grüße aus Willich. Wir haben einen Charakter aus der Kinderserie in einem Land vor unserer Zeit im Kader. Wie heißt dieser Spieler, Knippi? Boah, in einem Land vor unserer Zeit habe ich fast nie geguckt. Aber ich meine, ich hätte mal gelesen, dass es da einen Charakter namens Saug gibt. Aber vielleicht vertue ich mich da auch. Also Kilian Saug ist im Moment im Training dabei. Aber wie ich eben schon mal gesagt habe, die vier Nachwuchsspieler, die genannten, erst einmal in der Vorbereitung bis zum Trainingslager, können sich zeigen. Und dann mal schauen, was da noch kommt. Also Justus, schreibt doch gerne mal, ob der Name richtig war. Frei Altenhofen. Grüße aus Köln als Gladbach-Fan. Atakan, du hast alles richtig gemacht. Was ist das für ein geiles Stadion im Hintergrund? Ja, im Moment sehen wir es halb. Im Moment sehen wir das 8-Grad-Gebäude. Jetzt sehen wir es ganz. Das ist, unschwer zu erkennen, das schönste Stadion der Welt. Der Borussia-Park in Mönchengladbach, ganz genau. Price Matrix schreibt, Cucurella wäre doch was. Nee, wir haben genug Torhüter. Dürken grüßt den Borussia-Park. Bock auf VfL, schreibt Naui. Sehr gut. Grüße aus Heinsberg. Bernardo vom Bochum holen, sagt Thomas. Kommt Van Dijk. Kann man nicht ansprechen privat für ein Foto, Knippi. Vor ein paar Wochen in Windberg gesehen, nicht getraut. Also ich sage jetzt erstmal so, kommt drauf an, was für Fotos. Und dann auf die Situation. Aber im Normalfall eigentlich schon. Wenn ich jetzt nicht gerade in einem Gespräch sehr vertieft bin oder den Mund sehr voll habe, dann einfach fragen. Mehr als nee sagen, kann ja nichts passieren. Christina fragt, Knippi, wird noch eine Spielerfrau benötigt? Ja, Borussias Frauenmannschaften sind immer auf der Suche nach guten Spielerinnen. Also, meldet euch. Ich denke zwar, du hast das anders gemeint, aber Christina, die Frage kann ich dir nicht beantworten. Julian schreibt, hab vor den Osterferien ein Praktikum bei euch gemacht. Julian, in welcher Abteilung? Schreib doch mal. Grüße aus Audrop, Young Boys Bern. Die Schweiz dann also auch vertreten. Grüße aus Bad Windsheim in Mittelfranken. Und Naui schreibt, er hat jetzt geliked. Wunderbar, Naui. Macht das wie Naui. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, alles liken, wo Borussia Mönchengladbach drin und drauf steht. Gladbach dies, das hat sich ein Kleindiensttrikot bestellt, kommt diese Tage an, richtig Bock auf seine Hütten. Da sprichst du uns allen aus der Seele. Was ist mit diesem Vinicius Junior? So ein unscheinbarer Brasilianer, der könnte uns vielleicht, und da bricht der Satz ab, ja, was könnte der uns vielleicht? Da kann ich jetzt nur mutmaßen. Grüße aus Heen. Mein Herz ist grün. Ich habe letzte Woche mein Trikot bestellt, ist noch nicht da. Weißt du warum? Liebe Schokomilch oder lieber Schokomilch, hatten wir eben auch schon mal ganz kurz. Könnte daran liegen, dass das Trikot echt geil ist und sehr viele es haben wollen. Und deswegen vielleicht es etwas länger dauert mit der Lieferzeit. Aber ich bin mir ziemlich sicher, du wirst es bekommen. Woran es jetzt ausgerechnet in deinem Fall liegt, dass es noch nicht da ist, kann ich leider nicht beantworten. Liebe Rautengrüße aus Trier, Brünke aus Saarbrücken holen, Grüße aus Reit. Und jetzt höre ich einen Pfiff und sehe, dass die Spieler zumindest mal aufhören zu spielen, was aber noch nicht bedeutet, dass das Training, das erste Training in der Saison 2024-25 jetzt gleich vorbei sein muss. Vielleicht gibt es auch nur eine kurze Trinkpause und es wird noch weiter trainiert, also erstmal ein paar Liegestützen. Trinken natürlich absolut wichtig.
So, und dann sind wir gespannt, ob es das war mit dem Auftakt hier am Borussia Park mit Training Nummer 1. Ansonsten kann ich euch nur raten, wie gesagt, schaut auch mal auf der Website in der App nach unseren Trainingszeiten. Nicht alle sind öffentlich, aber sehr, sehr viele. Im Gegensatz zu vielen anderen Bundesligisten kann man uns noch beim Training zuschauen. Also kommt dann gerne in den Borussia Park. Die Termine sind grün ausgewiesen. Also wenn ein Termin in grün auf dem Trainingsplan steht, dann ist der in aller Regel öffentlich. Ganz selten, dass dann nochmal kurzfristig was umgeworfen wird. Pesti schreibt, wie schnell sind Karten gegen Stuttgart ausverkauft? Das kann ich dir leider nicht beantworten, aber könnte mir auch vorstellen, dass das relativ schnell gehen wird. So wie die Stuttgarter letzte Saison gespielt haben, wobei auch sie ja das kennen, was wir ebenfalls aus der Vergangenheit kennen und häufig mitmachen mussten, dass dann andere Vereine kommen, die mehr Geld haben und die Spieler dann plötzlich nicht mehr sich an Worte erinnern, die sie noch vor Wochen gesagt haben. Aber da wollen wir nicht jammern, das kennt man aus der Bundesliga, so ist es dann eben und deswegen werden wir weitermachen und so Spieler wie Botelli, Saug, Hermann, Niklas Swieder, das ist der vierte im Bunde, wollte Niklas Kamps wissen, dann entwickeln und zu richtig guten Kickern machen hier am Borussia Park. Grüße aus Luxemburg, schreibt Leonard. Wann kommt das Ausweichtrikot? Genaues Datum habe ich noch nicht. Ich kann euch nur sagen, sieht auch geil aus. Mehr verrate ich aber nicht. Grüße aus Willich Anrath. Leila schreibt, hallo Knippi, ich bin 130 Kilometer gefahren bei der großen Borussia Trikotjagd und bin gerade am Borussia Park. Also, Leila ist eine von denen, die tatsächlich hier am Borussia Park offenbar sind und trotzdem auch im Stream, im Fohlen TV oder bei YouTube. Grüße an Anna. Grüß mal bitte meinen Vater Gerd Butschek, der sitzt vor mir, schreibt Max. Also, lieber Gerd, machen wir doch gerne. Ist Pyrotechnik jetzt eigentlich noch ein Verbrechen, möchte Ragazzi wissen. Also zahlreiche Lieder zeugen davon, dass dem nicht so sei. Muss man nur eventuell einige Verantwortliche von überzeugen, dass solches Liedgut dann auch rechtmäßig relevant ist. Mit den Beats schreibt, worauf freust du dich am meisten auf die neue Saison? Also ganz ehrlich, auf eine volle Hütte, volles Stadion und wenn alle wieder Bock haben und es Richtung Mannschaftsaufstellung Nummer 1 zugeht gegen Bayer Leverkusen an einem Freitagabend Eröffnungsspiel, da hüpft mein schwarz-weiß-grünes Herz schon wieder, da rappelt die Raute. Sauterlande, Niederlande, schreibt Stefan Minks. Oh, da wäre ich jetzt auch gerne. Dann könnt ihr heute Abend wahrscheinlich irgendwo da euch das zweite Halbfinale angucken der EM. Lecker Bitterbollen oder Fritz Spezial, Kibbeling oder was auch immer essen. Smakelig, sage ich da schon mal. Guten Appetit. Das Praktikum war in der Social Media Abteilung in der Woche, wo das Tischtennisturnier stattgefunden hat. Also bei uns, Julian. Ach, du, ja, dann weiß ich ja, welcher Julian. Hoffe, es geht dir gut. Wer ist unser schnellster Spieler, schreibt Sebastian Mulder. Also ich habe jetzt die aktuellen Daten nicht im Kopf, meine mich aber zu erinnern, dass Nathan Ngumu den besten Sprintwert hatte bei unserer Borussia. Da muss man natürlich auch davon ausgehen, welche Schnelligkeit ist gemeint. Die auf den ersten 30 Metern oder vielleicht auf lange Strecke, also ich sag mal, auf den ersten 30 sind wenige schneller als Nathan. Aber genaue Daten habe ich jetzt nicht im Kopf. Grüße aus Kiel. Kevin Birki schreibt Menno. Warum weiß ich nicht? Grüße aus Heen, aus Oberhausen. Kannst du zumindest die Farbe verraten des Ausweichtrikots? Nein. Aber ich sag mal so, ich mag sie sehr gerne. Ich finde sie super.
die Farbe und das Trikot als solches auch. Ich trage die auch sehr gern. Also passt zu meinen anderen Kleidungsstilen, zu meinem Kleidungsstil. Clarence Blinden, hallo, Grüße aus Krefeld. Ich war bei der Trikotjagd leider im Krankenhaus, schreibt Schokomilch. Das tut mir leid, ich hoffe, es geht dir besser. Knippi schreibt, nur die Grundfarbe. Nein, sag ich nicht. Hab jetzt schon sowieso schon viel zu viel verraten. Ihr müsstet es nämlich eigentlich wissen, wenn ihr mal gesehen habt, was ich häufig trage. Grüße aus Olsberg, Ellringhausen. Grüße an die Community von der Elf vom Niederrhein. Ja, machen wir doch. Volker, grüßt die Ordnerkollegen. The Master schreibt, bestellt Stefan Schicken viele Grüße. Du meinst wahrscheinlich Stefan Schinken, richtig? Den Stefan Schicken kenne ich nämlich gar nicht. Aber das mache ich von The Master. Ich hoffe, er weiß dann, wer gemeint ist. Trainierst du auch mal mit, schreibt www.brusse. Kommt darauf an, bei welcher Sportart. Also ich würde mal sagen, wenn wir eine Dartscheibe oder eine Tischtennisplatte wieder mitnehmen ins Trainingslager, bin ich dabei. Bei Fußball, vor allem aufgrund meines kaputten Knies, Innenbanddehnung, bin ich raus. Welches ist dein All-Time-Lieblingstrikot, will MD wissen. Oh, echt schwierig. Wirklich schwierig. Es gibt so viele richtig, richtig geile Borussia-Trikots. Aber es gibt zwei, die als Favorit da sind. Einmal das Pokalsieger-Trikot von 1973 mit den drei dicken Streifen. Das habe ich nämlich damals mal geschenkt bekommen. Und mein allererstes war in den 70er, 80ern, direkt am Anfang, als ich wirklich Fußball- und Borussia-Fan geworden wurde. Das mit Erdgas drauf. So eine kleine Reminiszenz gab es ja auch in den letzten Jahren nochmal wieder. Da hat Puma eine Neuauflage gemacht. Ja, das waren die. So, und Mary dient hier auf einmal mit Daten. Das ist doch super. Nathan, 35,47 km/h. Also, bitte nicht durch die 30er-Zone, lieber Nathan. Ansonsten blitzt es. Danny Fohlenpower schreibt, ist die Farbe schwarz? Ich schweige. Ich sage aber auch nicht nein. Aber auch nicht ja. Ich sehe Chris Kramer, aber wo ist Mertesacker? Sehr schön. In der Eistonne, würde ich sagen. Jochen Breyer habe ich auch noch nicht gesehen. Und das waren jetzt drei Pfiffe. Ich gehe davon aus, dass das der Schlusspfiff war. Kennst du einen Hennes Goldkuhle? Ja, Logo. Lieber Jonas. Hennes, bester Mann. Pinkes Ausweichtrikot, schreibt Marc. Ich sage nicht nein. Ich sage aber auch nicht ja. Pinkes Ausweichtrikot auf die Eins. Hier gehen die Daumen nach oben. Neben mir. Machi AMG aus der Social Media und Fohlen TV Abteilung, Daumen nach oben. Was sagt Tim Friedrich, der hier gerade die Streaming Box bedient? Auch Daumen nach oben. Also ihr wollt alle pinke Trikots. Also ich sag mal, in den Vereinsfarben von Borussia Mönchengladbach ist Pink nicht enthalten, was aber nichts heißt. In der Deutschlandfahne ist Pink ja auch nicht enthalten. Und alle, die das als Argument genommen haben, dieses Trikot doof zu finden, und auf die Vergangenheit verwiesen haben bei der deutschen Nationalmannschaft, denen sei nur gesagt, früher so in den 70ern war das Ausweichtrikot der Nationalmannschaft grün. Und auch da habe ich vergeblich in der Deutschlandfahne diese Farbe gesucht. Aber ja, pinkes Ausweichtrikot. Okay, pinkes Ausweichtrikot, es wird keins. Es wird kein pinkes. So viel, jetzt habe ich aber wirklich genug verraten.